Wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon den Standort gewechselt, wie man sieht. Unsere Lager, unser Lager abgebaut. Und ja, befinden uns jetzt hier auch gerade an einem mehr oder weniger Lost Place. Ganz in der Nähe. Das ist ein Museum. Wir versuchen es heute mal auf legalem Wege. Das Problem ist, wir warten hier immer noch auf den Führer. Also, wie sagt man das eigentlich politisch korrekt? Also auf den Menschen, der hier die Führung macht. Und der hat aber wohl seinen Job vergessen. Erschwerend kommt noch dazu, wir sind auch die Einzigen. Wir sind angemeldet. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Und ansonsten passiert hier nichts. Wir warten jetzt noch eine halbe Stunde, ob der Führer kommt. Aber irgendwie... ja, ich habe mir gerade schon einen Kaffee gemacht, der dampft da gerade noch vor sich hin, den gibt es jetzt gleich zum Frühstück und dann schauen wir mal weiter. Wir sehen so ein bisschen zerstört aus heute, ich auf jeden Fall, überall Mückenstiche und wir sind richtig fertig, denn es sieht aber auch nicht viel besser aus. Ja, okay, dann schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Ich hoffe, wir können noch ein bisschen was sehen. Häuslich eingerichtet mit Teller. Vorne am Baum hängt noch eine Tasse. Wir wissen leider nicht so genau, was wir hier gefunden haben. Ein bisschen als Ähnlichkeit mit so einem Westwallbunker. Aber so richtig wissen tun wir es nicht. Hier liegt eine Menge Müll rum. Und interessante Pflanzen hier. Tja. Warum liegt hier so viel Zeug rum? Da ist auch so. Ja, ne? Waren mal Scheiben drin auf jeden Fall. Das ist von so einem Bagger oder irgendwie sowas. Und der ist hier nämlich explodiert, als er auf die Mine getroffen ist. Deswegen liegt hier so viel Scheiße rum. Das kann sein, ja. Und deswegen gehen wir wieder auf den Weg zurück. Alles von den Wegen runter? Ja. Auf jeden Fall sind hier Wildschweine unterwegs. Ja, ja. Das hat man gerade schon in den Bäumen angesehen. Falls ihr euch jetzt wundert, warum wir mitten im Wald sind, keine Kasernen zu sehen sind und vor allen Dingen der Führer nicht. Der Führer ist nicht gekommen. Oder wie auch immer man diesen Menschen denn korrekt bezeichnet. Auf jeden Fall, das ist doch von Gasmasken, oder nicht? Ja. Die liegen hier überall. Die liegen hier überall, das heißt, wir sind eigentlich auch gar nicht so weit vom Ziel weg. Denn nur da braucht man die. Ja, wir suchen jetzt noch was anderes. Ich hoffe, das sehen wir. Ich will euch jetzt aber auch nicht zu heiß machen, denn bis jetzt hat gar nichts geklappt an dem Wochenende. Weil falls das so bleibt, will ich jetzt mal nicht zu dick auftragen. Gesagt, was mal gebrannt hat hier. Was? Nee, habe ich nichts von gesagt. Ne? Aber so gesagt, dass hier was. Da steht ein Fahrzeug.
oder Waggon oder so. Das auf jeden Fall von einem Auspuff. Und hier war wohl noch einer. Und das ist auch das, was wir vorhin hinten im Wald gesehen haben. Krasses Ding. Muss ich auch. Boah, voller Asbest. Na super. Ja, wir finden ziemlich viel, aber nicht das, was wir eigentlich suchen. Gesund aus. Sieht so ein bisschen aus wie diese Smoothies, die sich diese hippen Mädels immer holen. Gurke Knoblauch-Smoothie. Zement. Haben die Russen hier eingelagert. Ist aufgeweicht mittlerweile. Hinten am anderen Ende pennt einer. Wollen wir das wissen? Das ist auf jeden Fall hier Thanos 1, ne? Ach du Scheiße, was ist denn das? Okay, Tiere, nehm's an. Okay, hier ist alles voll mit diesem gelben Zeug. Sind zugemauert. Hier sind eigentlich Verbindungsgänge zwischen der Prüfseite und der Laborseite. Und unten drunter Kabelschächte natürlich. Mhm. Und Mücken. Und Mücken, wie immer. Und mit so einem Kühlbecken, da wird ja auch Wasser. Mhm. Was ist mit dem dahinter? Mhm. Mhm. Oh cool, letztes Mal, als wir da waren, hat das alles grün geleuchtet. So wie vorhin dieses Loch. Mhm. Ach krass. Krass, krass, krass. Wir haben es gefunden tatsächlich. Okay, ja, dann schmeiße ich mal das Gerät an eben. Vor sowas habe ich ja dann doch ein bisschen Respekt.
Also Geigerzähler an. Wir sind nämlich quasi am ersten Kernreaktor Deutschlands angekommen, der Welt eventuell. Kurt Diebner hat hier damals im Krieg in der Nazizeit die ersten Atomversuche gemacht und erforscht, versucht, wie sich Radioaktivität auswirkt, ob man das irgendwie nutzen kann als Waffe oder wie auch immer. Und alles, was davon über ist, ist tatsächlich einfach nur dieses Stück Beton und hier noch irgend so ein Behälter. Es gab wohl ziemlich zum Schluss hin hier irgendwann einen Unfall. Da ist wohl irgendwas ausgelaufen, umgekippt, wie auch immer. Wäre nach der heutigen INES-Skala, also International Nuclear Disaster, ich glaube eine Stufe 5 von 7 oder so gewesen. Ja, dann schauen wir mal, was hier so geht. Hier geht auf jeden Fall, das ist irgendein Anschlussflansch. Ah cool, hier ist noch ein Typenschild drauf. VEB Stahl- und Apparatebau Gentin. Okay. Ah, hier läuft auch irgendeine Druckleitung lang. Und man sagt auf dieser Seite hier, oh, hier sind ja überall so Anschlüsse. Ich meine, das müsste die sein oder die andere. Kann man noch einen erhöhten Strahlungswert feststellen. Ich kann leider nur eine Langzeitmessung machen. Das dauert ein bisschen, bis der ausschlägt. Bin mal gespannt. Im Moment ist noch alles normal. Das Gelände ist wohl auch dekontaminiert worden. Hier muss es sein. Hier ist es so stark verwittert. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch Spuren vom Uran finden. Also, jo. Ja, jetzt geht's wieder runter. Das ist leider nur eine Langzeitmessung, die ich machen kann, aber wir hatten gerade schon erhöhte. Ich hatte halt ein bisschen recherchiert und das heißt, dass die Seite, die hier so stark verwittert ist, das ist die Seite, wo der Unfall war. Deswegen ist hier eben auch der Beton so krass angegriffen. Allerdings ist jetzt der Wert wieder halbwegs normal. Es wurde wohl irgendwann in den 80er Jahren oder in den 70ern oder so versucht zu dekontaminieren. Hatte ich gerade schon mal gesagt. Keine Ahnung, wie sowas geht, wie das genau funktioniert. Aber heftig. Jetzt wachsen hier ganz viele Birken. Und ja, hier ist alles cool. Gucken wir mal an der anderen Seite. Das dürften eigentlich keine Fake News sein. Das müsste eigentlich hier ziemlich abgehen. Hier ist auch alles ganz schön grün, ganz schön zugewachsen. Ah, hier müssen wir mal aufpassen, dass man nicht in irgendein Stacheldraht latscht. Ah ja, jetzt haben wir ein bisschen erhöhter hier. Ist halt minimal erhöht, ne? 0,15 ist ja normal, 0,12, 0,15. Hier haben wir 0,40 jetzt. Die Pflanzen, die ziehen das aus dem Boden hoch. Der Beton ist abgewaschen. Die Pflanze hat auch schon einen Pickel hier. Okay. 0,46. Krass. Geht immer weiter hoch. Ich habe leider nur so einen ganz einfachen Geigerzähler. Der braucht immer ewig lange. 47, 48 geht immer weiter hoch. Und ich messe nur an den Blättern. 0,48. Na, okay, da pendelt er sich jetzt, glaube ich, ein. Ja, verrückter Scheiß. Dann gucken wir mal da oben.
hier sind auch schon ein paar mehr Leute abgerutscht außer mir. Naja. Ein Hocker steht drin. Ziemlich unspektakulär, wenn man nicht weiß, was es ist. Aber gut, die hatten ja sicherlich schon einen Sinn da drin gesehen, das einfach weit weg vom Rest des Geländes hier zu installieren. Hier scheint aber alles normal. Obwohl, die Schraube kann schon ein bisschen mehr hier tatsächlich, als das Loch, was ich gemessen habe. Ja, ihr Lieben, das war die Uranmaschine. Endlich gefunden. Beim letzten Mal, als ich mit Niklas da war, war das ja eine Fehlinfo. Das war ja einfach nur ein Prüfstand. Und ja, jetzt haben wir es endlich auf dem Schirm und dank eines Tipps auch endlich die Uranmaschine gefunden. Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause. über 500 Kilometer. Und waren wirklich nur eine Nacht hier, übers Wochenende, nur um dieses scheiß Ding zu sehen. Dass einfach der zweite Teil von dem Video rauskommt und ja, ihr die Uranmaschine gesehen habt, auch mal bei mir auf dem Kanal. Sie ist ja schon auf einigen Kanälen. Ja, ganz idyllisch hier. Wir werden genau wie gestern einfach von den Mücken umgebracht. Deswegen habe ich manchmal auch so ein bisschen Zuckungen hier in der Kamera und da kommt auch schon wieder eine. Und ihr hört es vielleicht manchmal auf dem Mikrofon. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielleicht sehen wir uns später nochmal, aber das soll es für das Video schon mal gewesen sein. Alles Gute, wir sehen uns. Bis bald im Wald. Euer Jan. Okay, ihr habt es nicht mitgekriegt. Ich hatte die Kamera schon eingepackt. Wir waren schon auf dem Rückweg und hatten jetzt wieder Kontakt zu dem Sicherheitsdienst. Hey, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ein Weg. Aber ein ganz anderer. Guck mal, da ist so ein Bänkchen. Ich weiß nicht, wir auch alle, wo wir sind. Auf jeden Fall sind wir ein bisschen auf der Flucht vor dem Sicherheitsdienst wieder, weil wenn er uns jetzt ein zweites Mal packt und diesmal hat er unser Auto, dann wird's schwer. Fucking shit. Was auch immer. Ich hab so ein bisschen die Orientierung jetzt gerade verloren hier. Ja, lass mal auf Maps gucken. Ja, mach ich. Ich glaube, wir sollten uns auch gleich mal bereithalten, uns auf den Boden zu schmeißen. Der wird ja irgendeine Runde fahren. Ja, es ist aber kein Weg, da ist nur eine Lichtung da. Du Scheiße, der ist ganz woanders. Okay. Theoretisch in Freiheit, aber wir müssen jetzt hier durch den Wald zurück. Links von uns ist die Straße. Wie soll das ja hier lang knattern, ne? Ja, gut, aber ich traue es ihm zu. Ja, ja, aber das ist doch egal sein. Aber mir ist das scheißegal. Wie weit ist denn die Straße weg? Ja, das ist das Problem, die ist da hinten. Sind die gar nicht da? Ne? Ne. Ach so, weil die abknickt, ne? Fucking shit. Ja, das ist egal. Müssen wir jetzt einfach zurück? Der wird aber 100 Pro da vorne auf uns warten. Ja, ey, ganz gut. Kann er machen. Wir wollen doch nach Hause. Ja, aber ey, natürlich, hier kann er uns nichts. Auf gar keinen Fall. Das ist was. Oh, Polizei ist gerade vorbeigefahren. Wir sind an der Straßenecke. Schmeißen jetzt ganz schnell unsere Sachen zusammen. Der Sicherheitsdienst ist gerade am anderen Ende des Geländes. Weiße Karre steht da. Wir geben jetzt Gas. Also, alles Gute euch. Bis bald.